Lara. Ja, auch auf einer Vereinsmeisterschaft kann einiges passieren oder einige spannende Erlebnisse gemacht werden. Ich habe euch mitgenommen zur Vereinsmeisterschaft unseres Reitvereins. Ich bin dort mit der Lia angetreten im Springen. Die Lia ist das Pferd meiner Mama. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir schon einige Turniere zusammen gemeistert, aber wir sind eben nicht ein 100% eingespieltes Team. Und um euch nicht zu verwirren, das alles hat 2020 stattgefunden. Das ist also ein kleiner Throwback. Dieses Vereinsturnier war auch Dandys erstes Turnier, mit dem bin ich nämlich Dressur vor dem Springen mit der Lia geritten. Wenn ihr da einen Einblick haben wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, dann werde ich dazu auch noch ein Video machen. Jetzt geht's aber erstmal um Lia und um das Springen mit Lia. Wir haben sie natürlich aufgesattelt und aufgezäumt, ich habe mich auch ready gemacht, ich hatte da zahlreiche Turnierhelfer mit an diesem Tag und dann ging's auch schon los und es ging runter für uns auf den großen Springplatz. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da schon ziemlich nervös war. Es gab tatsächlich eine Phase, wo mir diese Turniere und diese Turnieratmosphäre gar nichts mehr ausgemacht hat. Da bin ich hingefahren und war total gut gelaunt und alles okay. Aber an diesem Tag war ich schon nervös. Wir sind die Pferde abgeritten, ich habe mir dann auch den Protektor angezogen. Das ist mir sehr wichtig beim Springen, dass man da auch wirklich gut geschützt ist. Ich habe mich dann mit den Leuten um mich herum unterhalten, dass ich einfach auch ein wenig herunterkomme und auf andere Gedanken komme vor dem Turnier. Dann ist hier meine Mama durch das Bild gelatscht, die hilft mir immer mega auf dem Turnier. Und dann bin ich auch schon losgeritten und habe geschaut, dass ich die Lia ein bisschen in die Gänge bekomme. Bin sie abgetrabt, abgaloppiert. Mir ist es ganz, ganz wichtig am Turnier das Pferd ordentlich aufzuwärmen und abzureiten. Das bedeutet für mich 20 bis 30 Minuten, mich wirklich nur mit dem Pferd zu beschäftigen und dass wir quasi unseren Bond nochmal stärken und uns aufeinander einstellen, bevor es dann wirklich in die Prüfung geht. Und egal wie viel Trubel dann auf dem Abreiteplatz ist, das ist für mich dann wie eine Art Meditation. Ich konzentriere mich wirklich nur auf das Pferd und blende alles um mich herum aus. Und erst wenn wir diese Phase erreicht haben, fühle ich mich gut und fühle ich mich wohl, dann in diese Prüfung zu gehen. Dann war es auch schon Zeit für das Einspringen. Unser Trainer hat uns alle extra einmal den Sprung springen lassen, beziehungsweise zwei oder dreimal, wie man sich dann gefühlt hat. Bei Lia und mir hat das eigentlich schon relativ gut beim ersten Mal funktioniert, deswegen hatte ich da eigentlich keine weiteren Sorgen. Wir sind da schon sehr eingespielt gewesen an diesem Tag und dann ging es tatsächlich auch schon los in die weitere Prüfung. Mein Bewerb war ein Springparcours auf 80 cm lizenzfrei, auf Zeit und Fehler und mit amerikanischen Stechen, wenn man den Grundparcours, also die erste Runde, ohne Abwürfe und mit keinen Zeitfehlern absolviert hat. Das lasse ich jetzt auch ganz unkommentiert. Seht einfach selbst unsere Fehler, beziehungsweise meine Fehler kenne ich natürlich. Viel Spaß beim Anschauen. Da wir den Grundparcours ohne Abwürfe oder Zeitfehler absolvieren konnten, sind wir ins amerikanische Stechen gekommen. Der Ablauf sieht so aus, dass man eigentlich nur 30 Sekunden Zeit hat, um sofort nach dem Grundparcours in das Stechen zu gehen. Ich bin dann auch gleich wieder angeritten, nachdem ich die Glocke bekommen habe und bin dann direkt in den Stechparcours rein. Diesen Parcours musste man sich auch schon vorab anschauen, damit man, sollte man ins Stechen kommen, dann auch wirklich den Parcours weiß. Wir haben hier richtig, richtig Gas gegeben. Vielleicht ein bisschen zu viel, denn uns hat es dann fast auf die Straße gelegt. Und das war wirklich absolut meine Schuld. Es hat sich dann tatsächlich auch jeder erschrocken. Gott sei Dank ist das gut ausgegangen. Lia hat mich da wirklich gerettet. Und somit konnten wir das Stechen auch erfolgreich beenden. Lia war mega happy, ich war mega happy. Wir hatten wieder eine Nullerrunde, also keine Abwürfe, keine Zeitfehler. Und ja, was soll ich sagen?
Unsere Zeit konnte in diesem Bewerb tatsächlich keiner mehr knacken. Mit einem Vorsprung von 2 Sekunden konnten wir uns also den ersten Platz in dem Bewerb 80 cm lizenzfrei sichern. Und in der Gesamtwertung der Vereinsmeisterschaft sind wir dann im Endeffekt Platz 2 des gesamten Vereins geworden. Wir sind also mega happy mit dem Ergebnis. Folgt uns gerne auch auf Instagram unter Dandy Learns für weitere News und Updates von uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal!